Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu meiner Top 20 Most Wanted Games Liste für das Jahr 2021. Der letzte Teil ist am Start, ihr seid am Start, was mich natürlich freut. Danke fürs Begleiten wieder mal bei diesem Format, was ja wie gesagt schon sehr, sehr lange Tradition hat. Danke fürs Beteiligen, danke für die ganzen Bewertungen. Auch hier seid ihr natürlich gerne nochmal eingeladen, eure komplette Liste in die Kommentare zu ballern. Und natürlich noch eine Bewertung da zu lassen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe ja beim letzten Mal wieder ein paar Tipps gegeben und Platz 4 ist bei mir ein Spiel, auf das wirklich, wie gesagt, Leute warten, aber es ist leider in letzter Zeit ruhig geworden. Dying Light 2 ist bei mir Platz 4. Und ich glaube, letztes Jahr war es Platz 3 hinter Last of Us und Cyberpunk und es ist ruhig geworden. Es ist ruhig geworden. Es ist leider sehr ruhig geworden um dieses Spiel. Man hört hier und da mal ein bisschen was, aber gesehen hat man schon lange nichts mehr. Und ursprünglich bin ich der Meinung, haben sie es grob für 2020 angekündigt. Sie haben ja nie ein festes Datum gesagt oder was, aber ich habe das auf jeden Fall abgespeichert, dass es für 2020, also dass es im Jahre 2020 rauskommen sollte. Ich für meinen Teil glaube, dass auch die vielleicht Probleme haben, wie bei Cyberpunk mit den alten Konsolen, weil das, was man gesehen hat, gameplaymäßig, optikmäßig, was sie da vorhaben, ja, die haben ja so viel versprochen, dass du so viele geile Entscheidungen treffen kannst, dass sich dadurch die Welt verändert und das wirklich Einfluss hat und was sie da alles erklärt haben, was sie da so angedeutet haben, ja, und der Vorgänger war auch schon richtig, richtig geil und dann denkst du dir, alles klar, die ruhen sich nicht darauf aus, die versuchen nochmal ein bisschen was Neues reinzubringen, wie gesagt, gerade mit diesen Entscheidungen und alles. Und die haben ja schon Beispiele gegeben in den Gameplay-Videos und das sah alles gut aus und richtig geil aus. Ich glaube, das könnte vielleicht auch ein bisschen zu viel sein. Zu viele oder zu hohe Ambitionen haben die. Vielleicht für die alte Konsolengeneration. Ist mein Eindruck. Ich hoffe, dass es nur das ist und nicht, dass es irgendwie so in der Entwicklerhölle landet und sich noch ewig hinauszieht und am Ende irgendwie halbgar auf den Markt kommt. Ich hoffe es wirklich nicht, denn Dying Light 1 war richtig geil, der DLC dazu war richtig nice. Wir haben ja jetzt vor ein paar Monaten diesen Hellraid-DLC gespielt, war jetzt nicht so cool, aber daran sieht man ja, die arbeiten immer weiter am ersten Dying Light, da kommen immer wieder irgendwelche Patches und irgendwie kleine DLCs, einfach so. Und finde ich sehr cool, also die haben anscheinend sehr viel Leidenschaft für ihre Reihe und nehmen sich dadurch hoffentlich einfach genügend Zeit und machen es nicht wie gerade erwähnt Cyberpunk, dass sie das irgendwie halbgar auf den Markt werfen, sondern dass sie sich wirklich Zeit lassen und diese Idee, die sie da angedeutet haben, die sie ja schon angedeutet haben mit den Gameplay-Trailern, dass sie die umsetzen können und dann könnte es ein richtig, richtig fettes Spiel werden. Also ich freue mich sehr drauf, nur ist es halt, wie gesagt, in letzter Zeit sehr ruhig geworden, habt ihr ja selber mitbekommen. So Freunde, kommen wir direkt zum dritten Platz. Top 3 haben wir erreicht. Bei mir ist Platz 3 Horizon Forbidden West. Ja, Freunde, Horizon Zero Dawn, der Nachfolger Forbidden West, soll nächstes Jahr kommen für die PlayStation 4, für die PlayStation 5. Hat man ja auch schon gesagt, dass es auch wieder ein Cross-Gen-Titel wird. Das ist so einer der Punkte, die mich nicht so glücklich stimmen lassen, weil ich glaube, das nimmt ein bisschen Freiheit in Sachen Möglichkeiten. Wenn es nur für die PlayStation 5 gekommen wäre oder kommen würde, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Aber so können die alten Konsolen auf jeden Fall auch nochmal, denke ich, ein geiles Spiel nächstes Jahr genießen, denn der erste Teil hat, glaube ich, viele überrascht. Ich meine, ich kannte das Entwicklerstudio schon, Guerilla Games, von den Killzone-Spielen, aber gerade so Killzone Shadowfall war ja ein Starttitel für die PS4. Der war richtig mies, fand ich, ja. Also das Level, was ich vorher die ganze Zeit gezeigt habe, und ich glaube, das war sogar das dritte Level oder das dritte Kapitel, das sah am coolsten aus, das hat am meisten Spaß gemacht, der Rest war eher mau, gerade wenn man das mit Killzone 2 und 3 vergleicht. Aber dann kam sie mit einem Open-World-Spiel um die Ecke und du dachtest so ein bisschen, schon wieder ein Open-World-Spiel? Reicht so langsam? Nee, reicht nicht. Weil die haben eine richtig, richtig coole, richtig coolen Charakter erstellt mit, wollte schon Eivor sagen. Wie hieß sie denn nochmal? Oh, Blackout wieder. Wie hieß sie denn? Blackout, sagt's mir in den Kommentaren. Ich hab totalen Blackout wieder. Ein richtig geiles Szenario, ja. Also mit diesem Maschinenwesen und du denkst dir, was geht hier eigentlich ab? Ja, die Story nimmt auch immer mehr Fahrt auf. Das Gameplay hat richtig Bock gemacht. Das Leveln, Looten war richtig nice. Allgemein, die Optik zu dem damaligen Zeitpunkt war übertrieben fett. Ich meine, das Spiel sieht immer noch richtig gut aus. Aloy, jetzt kam es mir im Kopf. Aloy war das. Und die begleiten wir ja auch weiter bei Forbidden West. Und der erste Trailer zu Forbidden West, Alter, was soll ich euch sagen, Alter? Das sieht so übertrieben geil aus. Wie die Natur, und das war ja, glaube ich, einer meiner Tipps, wie die Natur mehr wieder die Welt übernommen hat. Ich meine, im ersten Teil gab es ja auch schon so, wo du hohe Gebäude gesehen hast, die dann so ein bisschen von den Blättern und Efeu und Gebüsch und so weiter ummantelt waren, Gebäude. Und das finde ich immer geil. Das fand ich auch bei Last of Us geil. Ich finde es irgendwie geil, wenn die Natur sich ihren Raum wieder zurückholt. Und dann haben wir, glaube ich, beim Trailer die Golden Gate Bridge gesehen. Auf jeden Fall war es eine große rote Brücke. Also ich denke mal, das war die Golden Gate Bridge, keine Ahnung. Und
diese Monster, diese Schildgröße, die aus dem Sumpf da auftaucht. Ey, wie geil ist die bitte? Das Design ist so richtig geil, wie die dann unter Wasser taucht. Und ich hoffe, das ist wirklich der Fall, dass du es machen kannst. Es sieht so geil aus. Natürlich ist es jetzt keine Ingame-Optik. Ich glaube nicht, dass es so Ingame-Gameplay-mäßig aussieht, aber Alter, dieses Design, diese ganze Welt, dieses ganze Szenario, dieses Setting und die Figur selbst und die Story dazu, es war einfach ein richtig geiles Erlebnis. Eins der coolsten PlayStation 4-Games. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch auf Steam, kam glaube ich sogar dieses Jahr raus. Und ich freue mich extremst auf die Nachfolge, weil ich mir ziemlich sicher bin, wenn die die paar kleinen Schwächen, die der Vorgänger hat, was hatte der überhaupt? Ja, das Gameplay war jetzt nicht sonderlich außergewöhnlich, obwohl das war schon cool mit diesen Fallenstellen und so weiter. Ich wüsste es gar nicht. Ich will eigentlich von dem, was ich in Horizon 7 Dawn hatte, einfach mal ein bisschen mehr. Noch ein paar mehr neue Figuren, ein paar mehr neue Waffen, ein paar mehr neue Gameplay-Möglichkeiten, vielleicht im Nahkampf oder sowas. Und einfach eine fette Optik und eine geile Story wieder. Und dann bin ich vollkommen zufrieden. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob die Entwicklung ein bisschen gehemmt wird, dadurch, dass sie das ja auch noch auf die alte Konsole packen müssen. Ich meine, durch die SSD, durch die Power und so weiter, da geht natürlich, wenn sie das auf beiden Konsolen anpassen müssen, keine Ahnung, ob die da zwei verschiedene Teams sogar machen oder so. Aber wenn sie sich da so ein bisschen zurückhalten müssen, kann es natürlich nicht so krass werden, wie es hätte sein können, wenn sie nur auf PS5 machen würden. Siehe Spider-Man Miles Morales, da hast du schon den Unterschied gemerkt zwischen der PS4 und PS5-Version, aber wenn jetzt das neue Spider-Man nur 100% auf die PS5 kommt, ich glaube, dann können wir nochmal sehen, was dann nochmal der Unterschied ist. Aber, ey, dementsprechend haben die PlayStation 4-Zocker, die jetzt vielleicht kein Glück hatten, eine PS5 zu bekommen nächstes Jahr, trotzdem die Möglichkeit, ein geiles Spiel nochmal zu spielen, obwohl ich hoffe mal für die Leute, die auf die PS5 warten, dass bis zu dem Zeitpunkt, wenn Horizon Forbidden West rauskommt, dass es endlich mal mehr zum Kaufen gibt, PS5, aber mal gucken. So, Platz 3, Horizon. Platz 2, Freunde, ist bei mir ein Spiel von einer Lizenz, ich hab's ja gesagt, auf das ich schon sehr, sehr lange warte. Bei mir ist Platz 2 Hogwarts Legacy. Und das ist ein Spiel, was geraumer Zeit, ich glaube zwei Jahre fast schon, als Gerücht durch die Gegend schwebt, und es war ja auch dieses geleakte Gameplay-Video schon seit fast, ich glaube, das war Ende 2018, war das geleakt, und man hat schon ein bisschen was gesehen und die ganze Zeit Gerüchte, Harry Potter, ein Harry Potter Rollenspiel, Open World, wann wird's angekündigt, wann wird's endlich gezeigt, ja, man wusste schon, es ist eine Entwicklung, das Gameplay hat man schon gesehen so, und dann kam endlich der Trailer und man hat Szenen teilweise wiedererkannt, ja, aus diesem geleakten Material, und der Trailer hat mir so ein bisschen was versprochen, was ich die ganze Zeit schon gewartet, auf das ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Und ich hoffe, diese Erwartungen werden erfüllt, denn diese Lizenz Harry Potter bietet so unfassbar viele Möglichkeiten. Es kann, wie gesagt, ich habe es schon am Anfang dieser Most Wanted Reihe gesagt, das ist aktuelle momentane Lage, wie ich die sehe. Ich habe vor kurzem nochmal mir alle Harry Potter Teile nochmal reingezogen, dementsprechend bin ich natürlich ein bisschen mehr gehypt, vielleicht in einem halben Jahr wäre es nur Platz 3 oder 4 oder sowas, aber es wäre trotzdem weit vorne, weil diese Möglichkeiten, die diese Lizenz bietet, durch die ganzen Welten, ja, ich will einfach sehen, dass ich mir einen eigenen Zauberer zusammenbauen kann, dass ich am Anfang in der Winkelgasse unterwegs bin, dass ich durch die Winkelgasse laufen kann, mir meinen Zauberstab auswähle, oder er wählt mich aus, besser gesagt, ich schon mal meine ganzen Schulmaterialien und gehe dann ab nach Hogwarts. Und da erlebe ich dann ein Jahr für Jahr und muss, wie so ein bisschen bei dem Rockstar Games Bully die Ehrenrunde, ein bisschen am Tage meine Schulfächer machen, ja, dass du wirklich in den Unterricht gehst und dadurch benotet wirst und durch die guten Noten, wenn du gute Noten erreichst, dass du mehr Erfahrungspunkte bekommst und die du dann wieder in gewisse Sachen reinstecken kannst, dass du auswählen kannst, will ich jetzt in Verteidigung gegen die dunklen Künste geil sein oder will ich mir die Möglichkeit haben, dass ich in Pflanzenkunde richtig gut bin und in Tränke brauen und so, dass ich mir dann krassere Tränke machen kann, dass ich mir coole Buffs machen kann oder sowas im Kampf, dass es ein cooles Action-Kampfsystem hat. Und hier sei erwähnt, ich habe ein richtig geiles Feeling bekommen bei Demon's Souls Remake, wenn du da mit dem Zauberstab losballerst. Zieht euch das einfach mal rein, ja? Zieht euch einfach nur dieses, wie du da durch die Gegend ballerst mit dem Zauberstab. So wuchtig, so geil soll es sich das bitte auch bei Harry Potter anfühlen, weil dieses Geräusch bei Demon's Souls und dann die Move, wie das geil aussieht, diese Partikeleffekte, das sieht so nice aus. Und wenn dieses Feeling rübergebracht wird, mit diesem übergeilen Setting, ich liebe einfach Harry Potter. Man hat ja schon so viele geile Wesen gesehen, so viele geile Monster und Kreaturen und diesen Greif, dass du auf dem Greifen reiten kannst und fliegen kannst und diese ganzen verschiedenen Schauplätze dieses Universum dir bietet, dass du wirklich vielleicht dann in der dritten, vierten Klasse bei dem Trigmanischen Turnier teilnimmst oder dass du auf jeden Fall, die müssen es reinmachen, dass du Quidditch spielen kannst, solche Sachen, wer selber Harry Potter Fan ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wer von euch ist Harry Potter Fan und wer stellt sich das gerade genauso geil vor wie ich? Alter, wie geil kann das werden? Und
was mir auch so ein bisschen Mut macht. Warner Brothers Games bringt das Spiel raus und die haben, ich habe das schon mal gesagt, die haben richtig krasse Lizenzen. Die haben mit DC Batman Games rausgehauen, auf die Leute ewig gewartet haben. Ja? Also das ist von die Spiele von Batman sind von denen. Die haben mit Mittelerde Games richtig geile Games rausgehauen. Die haben mit Mad Max auch ein richtig geiles Game rausgehauen. Das war nicht in der Top-Liga von Herr der Ringe oder Harry Potter, so von der Lizenz her, oder DC Games, aber die haben viele Lizenz-Games rausgebracht. Und früher war das so, und oft ist es immer noch der Fall. Ja, Lizenz-Games sind so mittelmäßig, ja, oder scheiße teilweise sogar. Aber Warner Bros. Games, Alter, die haben immer nice Sachen rausgebracht für ihre Lizenz-Games. Also wie gesagt, beide Mittelerde-Games finde ich nice. Ich finde alle Batman-Games richtig geil. Ich finde Mad Max eins der unterschätztesten Open-World-Games dieser Konsolengeneration oder der letzten Konsolengeneration. Und jetzt kommt Harry Potter, was dir so viel bietet, wo du eigentlich gar nicht viel machen musst. Also wenn sie das verkacken, dann sind sie einfach dumm, Alter. Dann verstehe ich nicht mehr die Welt, dann verstehe ich nicht mehr, wie man... Also man kann es eigentlich nicht verkacken. Man hat alles geliefert, man kann alles machen. Man hat so viel, an dem man sich bedienen kann. An den Zaubern, es ist alles schon vorgegeben. Die Zauber, die Möglichkeit, sich einzudecken mit einem Tier und an Quidditch-Match teilzunehmen und dies und das und hast du nicht gesehen. Es kann krass werden. Es kann richtig krass werden. Vielleicht habe ich jetzt gerade schon zu hohe Erwartungen oder ich träume zu krass. Das kann natürlich auch sein, aber auf so ein Spiel warte ich schon lange. Ein Open-World-Rollenspiel-Game im Harry Potter-Universum. Und man merkt schon, wie lange ich darüber rede, aber wie gesagt, es liegt vielleicht auch daran, dass ich vor kurzem in einer Woche wirklich alle Filme nochmal reingeballert habe. Gut, kommen wir zu Platz 1, Freunde. Platz 1 ist, ihr konntet es euch denken, es ist God of War Ragnarok. Welches Spiel sollte es sonst sein als God of War Ragnarok? Freunde. God of War 2018. Übertrieben geiles Spiel. Gerade so die Story, gerade die Verbindung zwischen Kratos und seinem Sohn, übertrieben. Atreus war richtig sympathisch. Die Entwicklung von Atreus, die Entwicklung von Kratos haben sie so schön rübergebracht. Das Gameplay war geil, die Optik war mega geil, die Nebencharaktere waren nice. Ja? Hier Mimir, der Kopf, der die ganze Zeit so geile Geschichten erzählt hat, wo du so schön und so geil in die Welt eintauchen konntest. Ja? So interessante Geschichten, dann noch die beiden Zwerge, auch der Gegner war auch richtig geil. Und hier haben wir ein Beispiel, was mir ein bisschen bei anderen Spielen teilweise fehlt. Wir haben hier einen Gegner gehabt. Hieß der Brodir? Ne, wie hieß er denn? Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst schon, der Gott, der direkt am Anfang sich mit Kratos prügelt. Ich habe seinen Namen vergessen, der Sohn von Dingens. Obwohl, ich werde jetzt auch nicht alles wollen. Aber wer God of War immer noch nicht gezockt hat und immer noch nicht gesehen hat, der ist komplett lost sowieso. Oder der mag es halt einfach nicht. Das kann natürlich auch sein, aber der sollte sich dann nicht über eventuelle Spoiler beschweren. Wir haben hier einen Gegenspieler, der tiefgründig erzählt wird. Ja, am Anfang denkst du dir, das ist einfach nur ein Irrer, der auf dich einschlägt und irgendwie Stress will ohne Grund. Und am Ende erfährst du so, im Laufe der Story erfährst du so, was ihm eigentlich zugestoßen ist. Ja, wie scheiße sein Leben eigentlich auch ist. Und das finde ich immer geil, das finde ich immer nice, dass ein Charakter, gegen den du spielst, auch irgendwie, dass du irgendwie bis zum gewissen Teil mit dem mitfühlen kannst. Du bist natürlich auf Kratos' Seite, ist ja klar. Kratos ist einfach ein Motherfucker. Das Spiel ist einfach überragend gewesen. Ist es perfekt aus meiner Sicht? Nein. Ich bin Fan von God of War seit Tag 1, auch hier bei der Reihe. Ich habe alle Teile gespielt, mindestens einmal. Auch die PSP-Teile und Ascension und so weiter. Ich habe alle Teile gespielt, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Und das hoffe ich, dass sie das ausmerzen. Ich will mehr Bossfights. Ich will verdammt nochmal mehr Bossfights in dem Spiel, weil gerade so God of War 3 war ein Bossfight-Festival. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Mehr Bossfights, mehr krasse Bossfights. Ne? Und nicht nur Thor oder so, sondern auch ein paar andere coole. Und mehr Variation in den Gegnern. Denn das kann man nicht wegreden, dass du sehr häufig gegen diese Golems gekämpft hast. Ist es mal ein Eisgolem, ist es mal ein Feuergolem. Das war auf die Dauer des Spiels schon ein bisschen schade, dass du immer wieder gegen die gekämpft hast. Denn auch diese, was waren das, Zyklopen oder sowas. Du hast nicht so die allergrößte Gegnerauswahl, aber darauf könntest du ja aufbauen. Und ich will von diesen Zwischenbossen, also diese Zwischen-Mini-Bosse, die waren recht häufig, du hattest zwei Varianten gefühlt, ja. Also diese Eis-Golems, wo du da in den Bauch schießen musstest und dann die anderen Großen mit ihrer Säule auf der Schulter. Da geht mehr Variation und mehr krasse Bossfights, weil die wir hatten, die waren nice. Die waren richtig nice präsentiert gerade. Aber wie gesagt, alleine die erste Schlägerei zwischen Kratos und dem Typen, wie die sich da durch den Schnee kloppen, einfach mega fette Präsentation und wie gesagt, die Story mit dem Twist und die Entwicklung der Charaktere, so nices Game, wirklich, also brauche ich, glaube ich, die meisten von euch brauche ich das gar nicht erzählen, aber da geht noch ein bisschen mehr, da geht auch ein bisschen mehr noch in Sachen Gameplay, das kann man noch ein bisschen verfeinern, denke ich, und
auch an dieses Level und Looten kann man auch noch ein bisschen reinstecken, obwohl mir das schon richtig gut gefallen hat, dass du die Möglichkeit hast überhaupt, dass du richtig geile Rüstung dir erkämpfen kannst. Das hat auch richtig nice Bock gemacht, aber da geht, denke ich, auch noch ein Ticken mehr. Aber in erster Linie wünsche ich mir einfach als alter God of War Liebhaber mehr Bossfights und ein bisschen mehr Gegnervarianz. Ja, also das können sie bestimmt hinbekommen und das machen sie hoffentlich, weil, ja, wie gesagt, das hatte ich ja gerade eben schon erklärt, du hast... Gerade die Zwischenbosse, die waren immer und immer wieder gleich. Der eine ist Feuer, der andere ist Eis, aber ist trotzdem im Prinzip der gleiche. Also da geht nur her. Ansonsten gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Eigentlich nichts, ne. Eigentlich war alles andere ansonsten top. Also das ist der einzige Punkt, der mich wirklich gestört hat, dass du wenig Bossfights hast und dass du relativ oft gegen die gleichen Gegner kämpfst. Das fand ich ein bisschen schade. Es hat zwar nicht gestört so wirklich, aber wenn es anders gewesen wäre, würde man es noch geiler finden, denke ich. Ja, God of War Ragnarok, was soll man sagen? Wer weiß, ob das überhaupt nächstes Jahr rauskommt. Ich wäre nicht sonderlich überrascht, wenn die das verschieben würden sogar. Vielleicht auch Anfang übernächsten Jahres. Oder wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon 2021. Dass sie dann auch das Anfang 2022 rausbringen. Ich glaube, God of War kam es im März raus oder Mai oder so. Dass sie das dahin verschieben, wäre ich nicht sonderlich überrascht. Aber ja, sie haben es ja für nächstes Jahr angekündigt. Und das wären dann dreieinhalb Jahre vergangen so. Ja, was soll ich sagen, God of War, genau, okay. Absolut Top 1, im Moment, absolut Top 1, ich freue mich übertrieben drauf. Ja, das war's, glaubt ihr nicht so, ich glaube, God of War war jetzt nicht so überraschend, ist, denke ich, bei vielen von euch auch auf Platz 1. Ich habe, wie gesagt, natürlich einige Spiele rausgelassen, hatte ich ja schon erwähnt, viele Spiele, die man vielleicht auch hätte mit reinnehmen können, es gibt viele andere Spiele, auf die ich mich freue, aber das waren so meine Top 20. Ich hatte ja schon erwähnt, Platz 20 war ja Skate 4, ich glaube nicht, dass das nächste Jahr rauskommt. Platz 19 war Fable 4, glaube ich auch nicht, dass es nächstes Jahr rauskommt, das kann ich mir schwer vorstellen. Aber bei Elder Scrolls 6 war Platz 18, da wäre ich nicht auch nicht so überrascht. Ich meine, wie gesagt, es wären dann 3 Jahre nach Ankündigung und wenn man Fallout sieht, haben sie ja auch angekündigt, halbes Jahr später kam es raus. Traue ich denen also zu, Dragon Age wurde auch das erste Mal, war ja Platz 17 bei mir, 2018 erwähnt. Platz 16 Mass Effect kommt auf jeden Fall, Platz 15 Crimson Desert, Platz 14 Overwatch 2, Platz 13 Zelda Breath of the Wild 2. Platz 12 Far Cry 6, Platz 11 Elden Ring, auch da wäre bestimmt weiter oben, hätten wir ein bisschen mehr gesehen. Platz 10 Gotham Knights, Platz 9 Halo Infinite, Platz 8 Hellblade 2, Platz 7 Final Fantasy 16, Platz 6 Ratchet & Clank Rift Apart, Platz 5 Resident Evil 8 Village, Platz 4 Dying Light, 3 Horizon Forbidden West und 2 Hogwarts Legacy. Ja, Alter, wenn Sony diese Spiele wieder raus hat, muss man einfach mal sagen, haben die wieder richtig dicke Games im Portfolio. Und ich freue mich. Ich hoffe alleine, dass diese ganzen Games nächstes Jahr rauskommen und dass nicht wieder so viel verschoben wird. Aber man weiß ja nie, so mit der Pandemie kann man das schon verstehen, dass sie da schlechter arbeiten können. Und die sollen sich ruhig Zeit lassen, wenn man in letzter Zeit immer wieder hört, dass sie da Crunch arbeiten müssen, da 16 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche, Alter. Was soll die Scheiße? Lass sie doch mal in Ruhe. Die Entwickler können in den meisten Fällen am wenigsten für die ganze Sache, auch wenn da Spiele scheiße rauskommen auf dem Markt wie Cyberpunk, da können die Entwickler am wenigsten dafür, ja, die, wenn er richtig gezwungen hat, oder wenn er richtig unter Druck gesetzt teilweise von Entwicklerstudios, auch Naughty Dog, muss man auch erwähnen, ja, bei Last of Us gab es auch viel Crunch-Arbeit oder auch bei Mass Effect und so, oder bei EA, es gibt ja bei vielen Publisher leider das Thema. Sollen sich lieber die Zeit lassen, ey. Lasst euch lieber Zeit, ich meine, wir freuen uns alle auf geile Games und ich denke, ich hatte sehr viele geile Games in dieser Liste, aber sollen sich die Zeit nehmen, erstens, damit die nicht irgendwie unter dem Arbeitsdruck zusammenbrechen und auf der anderen Seite, dass die Games einfach fertig sind. So. Das wollte ich schon mal erwähnt haben. Ich freue mich auf ein geiles Gaming-Jahr 2021 mit euch. Ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal erhalten. Ja, frohes neues Jahr nochmal an der Stelle. Und hoffentlich, dass das Jahr für uns alle besser wird. Ja. Aber gut, wollen wir jetzt nicht so sentimental werden. Ich freue mich auf die Games. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.